Hallo zusammen, ich habe hier die neuen Kühlaggregate von Riva Cold Best oder das BE. Das führen die kleinen Stopfer, die auf dem als steckerfertige Geräte für Kühlzellen verwendet werden. Ihr kennt es FA, sonst findet ihr auf meinem Kanal sicher ein Riva Cold Aggregat. Und es ist ein rundes Design, neues Design, und ich habe schon mal die Schrauben gelöst. Ich habe hier unten zwei Schrauben, dann kann ich das Teil hier rausnehmen und kann das Teil dann aushängen. Und so sehe ich zur Technik hin. Ich kann hier reinigen. Ich kann dann aber auch mittels zusätzlichen zwei Schrauben die Seitenteile wegnehmen. Ich habe die Schrauben schon mal vorgelöst. Sorry, oben habe ich nochmals, also je Seitenteil drei bzw. vier Schrauben. Und so komme ich relativ gut zum ganzen Aggregat. Und hier ist der Deckel, habe ich weggenommen. Also diese Schrauben hier, die habe ich jetzt rausgeschraubt, dass ich hier einen Deckel sehe. Und hier habe ich die ganze Elektrik drin. Auf der vorderen Seite habe ich den Verdampferventilator hier noch mit Folie. Was hier jetzt schön ist gegenüber den alten Aggregaten, früher hatte ich den Lüfter da hinten. Und hier hinten den Lüfter ersetzen, wenn ich dann noch eine relativ dicke Isolation habe, war relativ schwer. Und heute habe ich diese vier Schrauben und ich kann von vorne her, komme ich an Lüfter hin mit vier Kreuzschlitzschrauben Größe 2, also das, was man eigentlich so immer im Sack hat. Zweitens, Standard war hier ein 220 Volt Kabel dran, einfach kabellose offene Litzen. Heute ist hier ein Stecker dran. So wurde es auf jeden Fall ausgeliefert. Und ich habe einen anderen, aber immer noch gleichen Schalter dran. Hier habe ich jetzt den zugeklebt für die Funktion zum Betrieb. Früher hatte ich eine LED-Lampe, nicht eine LED-Lampe, sondern eine normale Lampe. Und heute habe ich so eine schön flache LED-Lampe als Zubehör dabei. Weiter. Was ist Bettlektüre? Klar, es ist jetzt in 5 Sprachen, aber im Prinzip etwa 70 Seiten Betriebsanleitung. Ich habe sie noch nicht durchgelesen, lassen wir bleiben momentan. Will ich mich auch nicht äußern dazu, aber es geht dann weiter. Wir sehen jetzt hier, wir haben sehr dünne Rohre, also sind alles neue Kondensatoren. Auch der Verdampfer ist sehr kleinvolumig. Das ist der einzige Grund dafür, ist, dass ich die Kältemittelmenge unter die 150 Gramm bringe vom Propan. Ja, Punkt. Kleine Kältemittelmenge. Ich habe zwei Druckgeber drin. Ich kann die über die Steuerung, übers App, über die ganze Steuerung, will ich jetzt hier nicht sagen, auslesen. Zweitens habe ich hier zwei Schrauben und ich kann das ganze Display noch runterklappen. Hier komme ich für Servicezwecke an den Kompressor hin. Nur ich habe natürlich keine Messanschlüsse mehr. Ich muss hier dann arbeiten mit Einstechventilen oder Einstechzangen. Hier ist alles zugepresst. Das ist aber auch Vorschriften der EU. Also Leute, die noch nie gearbeitet haben daran, schreiben uns vor, was wir zu tun haben. Von dem her der Aufbau genau identisch wie früher. Was schön ist, ich habe oben zwei relativ starke Aufhängeösen. Das heißt, ich kann das Aggregat hier mit dem Gabelstapler anheben und montieren. Bei dem Kleinen ist das nicht so ein Thema. Das trägt man noch fast alleine.
aber bei den größeren Geräten, die dann breiter werden, doppelt so breit, da ist dann das vom großen Vorteil. Ich habe hier eine Abzweigdose drin. Keine Ahnung, was das ist. RT-Grund. Das ist wahrscheinlich die externe Steuerung. Hier habe ich das Licht der Kühlzelle. Wie gesagt, der Türkontaktschalter. Bewährte, stabile Technik. Das Anschlusskabel. Ja, und das war's für dieses Normalkühlaggregat. Der Bereich von diesem Normalkühlaggregat, also M, bewegt sich von minus 5 bis plus 10 Grad. Es gibt noch die L-Version für Low oder, ja, Low, für tiefe Temperaturen von minus 15 bis minus 25 Grad. Das vom App, das lasse ich mal, weil es gibt eine App, es gibt eine Bluetooth-Verbindung und so weiter. Momentan ist das nur in Englisch. Ich habe gehört, es kommt eine App dann auch auf Deutsch. Ich kann leider kein Englisch, wegen dem habe ich es mal sein lassen. Ich spreche nur Italienisch und Französisch und Romansch und ein bisschen Deutsch. Die vier Landessprachen der Schweiz, also Romansch spreche ich nicht, aber ich verstehe es, weil ich da oben gearbeitet habe eine Zeit lang. Ja, das sind die neuen Best-Aggregate. Wir sehen auch hier die Warnschilder, dass das Zeug brennbar ist. Ich habe einen Zugriffscode fürs App, dass ich drauf komme. Und hier habe ich die Modellbezeichnung. Die Aktualität. Wir haben momentan Probleme, dass wir diese Aggregate kriegen. RivaCold hat sehr lange Lieferfristen. Wir haben jetzt 30 Aggregate am Lager. Also wenn ihr Bedarf habt, fragt an. Die Preise sind wir jetzt am Arbeiten, weil RivaCold hatte gerade wieder einen Preisaufschlag. Momentan ist das halt Tagesgeschäft. Ich verlinke euch unten den Link bei uns auf die Homepage, der momentan noch nicht besteht, wegen den Preisen oder was es da geht von diesen Best-Kühlaggregaten. Und sobald sich da was Neues tut, auch mit der Software, mit dem App, werde ich mich wieder melden und euch Näheres dazu geben. Also sie sind momentan nicht ganz alle, die ganze Best-Reihe haben wir am Lager. Fragt an, ob wir es im Lager haben, welcher Preis und so weiter. Ja, das soll es gewesen sein von den neuen RivaCold-Aggregaten. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Und bleibt mir alle gesund.